So, hier waren wir auch noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Komm, lass mich hier rein. Hier waren wir noch nicht. Warum ist es hier so dunkel? Nichts, nichts, nichts. Okay. Ich sehe mich erstmal im EG um. Nichts, gut. Dann auf ins OG. Ich rechne jetzt mit Zombies. Es ist hell! Es ist hell! Hooray! Hooray! Soundkulisse ist wirklich gut. Und es ist wieder dunkel. Ja. Die Soundkulisse ist aber auch das Einzige, was wirklich gut ist. Jetzt sind wir auf dem Balkon. Und hier gibt es erstaunlicherweise und freudigerweise, ja, sehr freudig, nichts! Genau wie von den ganzen Zombies. Nichts. Und jetzt sehe ich gar nichts. Denn wir stecken irgendwie fest. Zum Glück habe ich das Spiel im RPG Maker gestartet und wir werden in die Wand teleportiert. Ja, geil. So, zum Glück habe ich das Spiel im RPG Maker gestartet und kann deswegen mit einem Druck auf STRG über alles drüber laufen. Schönes Spiel. Ist überhaupt nicht verbuggt. Hier geht's rein? Das war eine Tür? Oh mein Gott. Wir haben Schlüssel. Casino-Schlüssel. Oh mein Gott. Wir kommen weiter. Es ist ja so schön. Ich kann meine Freude kaum ausdrücken. Es ist so schön. Das soll eine Tür sein. Das soll ernsthaft eine Tür sein. Leck mich fett. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Genau, das war wieder das hier, der Teil vom Anfang. Gut, dann suchen wir jetzt das Casino. Wahrscheinlich das mit der bunten Aufschrift. Hier war nichts und... Genau, und hier laufen wir wieder ins Unendliche. Hooray. Ganz großes Kino. So, wo ist es denn? Oh, bitte lass es im Casino heller sein. Es ist ein Casino, es muss hell sein. Es war irgendwo ganz rechts. Ganz weit rechts. Ich glaube hier drunter. Weiter südlich. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein. Da gehe ich eben wieder nach oben. Mein Gott, macht das einen Spaß. Bald sind wir da. Video. Ne. Hier sind wir falsch. Oh Mann. Wo ist denn das jetzt? Stellt euch das vor, wir mussten lauter Häuser mit dieser eingeschränkten Sicht untersuchen, fanden dann zufällig einen Bereich, der eine Tür darstellen soll. Wirklich sehr leicht zu finden. Auch hier sind wir. Wirklich unglaublich leicht zu finden. Haha, hust, hust. Und in genau diesem Haus war der Schlüssel. Und jetzt müssen wir das Casino suchen. Das macht so einen Spaß. Was hat sich der Entwickler nur dabei gedacht? Oh yeah, hier ist es. Bitte, bitte, das ist der... Ja, es ist die richtige Tür. Drink Coke, Cola, drink Coca-Cola. Yeah, ich trinke Coca-Cola, muss Coca-Cola trinken. Oh, endlich wieder Licht. Oh, Billard spielen, yeah. Wer soll denn hier an der Wand Billard spielen? Bäh. Okay. Yeah. Trinke Dr. Pepper. Ich muss Dr. Pepper trinken. Wer spielt hier zum Teufel auch Klavier? Bitte lass es mich. Habe ich mich erschreckt. Was ein Dreiteufel ist. Ist das der Junge? Wo ist ein Dreiteufels? Wer ist denn du? Was ist hier zu suchen? Was? Mach's mal auf. Oh, mir dreht sich gerade alles. Weil ich mich so sehr erschreckt habe und ein bisschen Hunger habe. Ich bin auf einem Weg, um aus dieser Stadt zu kommen. Steckst du mit Koto und Seth unter einer Decke? Kater, Seth, was fandest du da? Ihr drei Wortes, ihr wollt wohl, dass wir von diesen Besten zerflasht werden, oder? Ist es nicht so? Ihr könnt voll was dafür, dass sie Monster so sind, weil ihr mit euren genetischen Experimenten ist immer das Gleiche mit euch Handtaschendieben. Was redest du da? Ich hab hier sehr, wie diese Dinge aus dem Nix aufgetaucht sind. So
Ja, immer wenn ich an sie denke. Warum? Warum? An was? Wovon redet ihr, Mann? Mann, in Anführungszeichen, ich weiß nicht. Warum? Sieh doch nicht. Und was ist denn jetzt los? Nee, 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 nee. Hat er gerade an, in Anführungszeichen, sie gedacht? Was? Wollt ihr mich verarschen? Anscheinend, oh ja, super schnelle Zombies. Ist das... Wie geil. Und ich treffe auch so gut. Hallo? Entschuldigt. Was soll denn der Scheiß? Raus. Ich kann nicht raus, ich muss sie töten. Also, schauen wir uns das Ganze mal genau an. Wir haben hier super schnelle Zombies. Moment, ich muss sie erstmal heilen. Verbandskasten, ja, warum nicht? Morphin brauchen wir nicht. Blutstiller. Ja, und der Zombie-Modus kommt eh gleich wieder. Also, super schnelle Zombies. Die genauso schnell sind wie ich. Die mich nicht berühren dürfen, die ich aus irgendwelchen Gründen nicht treffen kann. Sag mal, Entwickler, hast du eine Macke? Geht's noch? Wie soll man denn dem ausweichen, ohne zu schummeln? Ich treff die nicht mal. Was ist das? So, ich benutze den Teleport. Leck mich. Und die folgen mir. Ach, ich könnte durch die Tür, ja? Zutiefst interessant. Keine Ahnung, ob ich hier durchkam. Und warum lösen sich jetzt alle Kisten auf? Aha, ich musste fliehen, ja? Ja, schön, dass man mir das sagt. Ach Gott, deswegen. Und ich muss Schieberätsel lösen, während ich den Zombies ausweiche? Was? Ich komme nicht weiter. Leck mich. Leck mich, Spiel, ich schummel. Ja, mach's jetzt mal was, Brad. Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Ach, endlich. Ich wollte gerade auf F12 drücken. Boah, das war knapp und zum Glück habe ich nicht geschummelt. Ich frage mich, wo ich hier bin. Ich sollte mich etwas umsehen. Ja. Es war ja klar. Zombies durchschlagen Mauern. Superschnelle Zombies durchschlagen Mauern. Ist mir egal, ob ich geschummelt habe oder nicht. Es ist mir scheißegal. Scheißegal ist mir das. Das Spiel geht mir gerade so auf die Eier. Wahrscheinlich hätte ich sowieso durch die Tür gekonnt. Ich konnte die ja nicht mal treffen. Das bedeutet, die Dinge sind unbesiegbar. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn das für ein beschissen langer Gang? Oh. Muss ich nach oben? Nein, ich gehe jetzt einfach nach unten. Bis er mir irgendwas sagt. Kann ich hier durch? Nein. Boah, ist das spannend. Geil. Spielzeitstreckung. Dieser Gang hat sicherlich überhaupt keine Bedeutung, aber es streckt die Spielzeit so ungemein. Oh Gott! Bitte noch mehr davon. Wie kommt man denn auf... Was? Noch mehr Räume, die überhaupt keinen Sinn verfolgen? Hä? Was soll das? Das sind alles unterschiedliche Räume, die sind unterschiedlich lang. Was soll das? Ich gehe nochmal nach oben. Hä? Was ist jetzt? Es geht automatisch. Das Spiel geht mir gerade auf den Sack. Ich verstehe es nicht. Es ist irgendwie so... Hä? Was ist los mit dem Spiel? Wow. Papi? Carol. Hä? Ach, Carol, der hässliche Typ vom Anfang. Er sieht jetzt irgendwie besser aus als der rote Hulk.
Sie haben das Schicksal ihn überlassen. Ihr und deinem alten Fleischungsjörg, ob Cashman Saul ein genauso großes Anrecht hat. Warum bist du plötzlich so belesen? Wenn ich dein Vollstrecker wäre, dann würden deine Verdrängungen binnen Sekunden an die Oberfläche deiner Seele gleiten. Was soll diese Ausdrucksweise? Sprechen alle Bösen so komisch und dieses Blitzen macht mich noch irre. Und wenn wirklich alle Bösen so irre... Quatsch. Wenn alle Bösen so sprechen, dann ist Renoir auch böse. Boah, ich kann gleich immer sagen... Carol! Mann! Vergiss nur eines nicht, bevor der nächste Tag anbricht, werde ich es sein, der die Haut von deinem Fleisch zieht. Das verspreche ich dir. Ja, und jetzt wirft er mich ins... grafische Nichts. Oh, da kriegt man ja Zustände bei dem Blinken. Oh. Zustände bekommen. Oh, dick. Yes, geil. Oh, ist das schön. Was ist das jetzt? Mein Schädel. Nein, das sind andere Schädel, die an der Wand kleben. Kinderlachen? Was war das? Kinderlachen und... aha, schön. Ich beende das jetzt an dieser Stelle. Gott, gebt mir dieses Spiel auf den Sack. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Dreamland R. Bis bald, Leute. Bis bald.